andere Menschen sagen halt einfach so Sätze wie reiß dich zusammen oder du bist selber schuld. Du kannst es ja jederzeit ändern. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Bei Einsamkeit kannst du es eben nicht jederzeit ändern, weil du da die Kontrolle nicht drüber hast. Also wir wissen aus anderer Forschung, dass einsame Menschen um ein Drittel erhöhtes Sterberisiko haben gegenüber dem, was zu erwarten wäre. Wahnsinn. Wir sind digital vernetzt wie nie und trotzdem einsam? Wie passt das zusammen? Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Im Jahr 2022 gaben in einer Befragung 55% der Jugendlichen an, dass es ihnen häufig bis immer an Gesellschaft fehlt. Das ist total die krasse Zahl, finde ich. Warum fühlen sich so viele von euch alleingelassen? Und wie kommt man raus aus der Einsamkeit? Ich treffe jetzt eine Frau und Einsamkeit gehört seit 4 Jahren quasi zu ihrem Leben dazu. Lisa ist 22 Jahre alt und sie sagt, sie ist einsam, obwohl ihr online über 35.000 Menschen folgen. Auf TikTok und Co. gibt die Influencerin tiefe Einblicke in ihr Leben. Sie bricht auch mit Tabus und sie spricht offen über ihre Einsamkeit. Mein Name ist Lisa und es fällt mir ziemlich schwer, Freunde zu finden. Und als ich das in einem Video erzähle, konnten es sehr viele nachvollziehen. Ich habe mich auch nicht aktiv dafür entschieden, sondern einfach akzeptiert, wie es passiert ist. Ich gehe raus, ich bin im Verein, ich war in der Schule und trotzdem habe ich nicht den Anschluss. Es ist kein erfüllendes Gefühl, wenn man von Hunderten von Menschen umgeben ist und trotzdem das Gefühl hat, alleine zu sein. Wie ist es für dich, das anzugucken? Was ich immer wieder schön finde, ist, dass so viele Menschen drunter schreiben, dass es ihnen auch so geht. Und dass mir wieder das Gefühl gibt, ich bin nicht alleine mit dem, was ich fühle. Wenn du das so beschreiben müsstest, wie fühlt sich diese Einsamkeit an für dich? Es fühlt sich manchmal so an, als würde man von innen heraus zerrissen werden. Dieses permanente, du bist auf dich allein gestellt und diese Müdigkeit, die man auch hat. Es ist nicht unbedingt müde, weil man schlaflos ist, sondern weil man auch müde von dem ganzen Alltag ist, den man jeden Tag immer wieder gleich durchlebt. Es ist immer wieder dasselbe, was man durchlebt und man weiß immer wieder, man ist alleine für sich. Klar gibt es Tage, da lache ich auch, um Gottes Willen. Aber es gibt auch Tage, da fühle ich mich so unfassbar einsam und bin einfach nur noch am Weinen, weil ich selber nicht mehr weiß, wohin mit mir. Du hast eben gesagt, zerrissen sein. Ist das so ein, also das tut dir weh? Es tut mir extrem weh. Wobei, manchmal wird es auch abgelöst durch so ein Gefühl der inneren Leere. Als würde ich gar nichts fühlen, als wäre ich so komplett einfach nur gleichgestellt mit allen und als ob mir alles egal ist. Hm. Wer ist für dich da? Also wer trägt dich? Definitiv meine Mama. Ja. Hier wohne ich noch mit meiner Mama und sie ist halt immer für mich da. Egal, ob es mir gut geht, ob es mir schlecht geht. Sie weiß auch, wie sie mit mir reden muss, wenn es mir jetzt nicht so gut geht. Hm. Und es sind, glaube ich, die kleinen Dinge, die mir einfach abgehen. Ich muss nichts Großes oder so haben. Es müssen nicht viele Menschen sein. Aber ein, zwei Menschen, die mir das Gefühl geben, dass ich gut so bin, wie ich bin und ich auch meine Macken haben darf, so wie der andere, das vermisse ich schon. Viele junge Menschen sagen, wie Lisa, dass sie sich einsam fühlen. Eigentlich vermuten wir dieses Gefühl doch eher am Ende des Lebens, oder? Einsamkeit, was denkst du, wenn ich dir den Begriff Einsamkeit nenne? Allein zu dem Begriff sehr viel. Man ist so total in seinem eigenen Gedanken, in seinem eigenen Kopf irgendwie. Man fühlt sich schon so ein bisschen traurig und man weiß einfach nicht, zu wem man dann unbedingt gehen soll oder mit wem man reden soll. Ich würde sagen, dass es generell ein Thema ist, was gerade in den letzten Jahren dann bei mir auch sehr aufgekommen ist und auch in meinem Umfeld sehr stark vertreten war. Glaubst du denn, dass Einsamkeit so ein Phänomen ist, was irgendwie in unserer Zeit sich gerade so potenziert und mehr wird? Ich glaube, dass es teilweise ein bisschen durch Smartphone, durchs Internet kommt, weil was mir auffällt, dass super viele immer sehr, sehr, sehr viel am Handy sind. Ich glaube, dass viele Leute sich auch abschotten, also und dann halt nur noch im virtuellen Freunde, Liebe, andere Dinge suchen und dann vielleicht weniger wirklichen menschlichen Kontakt erleben. Ich denke, man kann sich sehr stark in soziale Medien verstricken, dass man nur noch in dieser Welt lebt. Ich glaube schon, dass das Einsamkeit verstärken kann, wenn man besonders anfällig dafür ist. Also Einsamkeit kommt offenbar in den unterschiedlichsten Lebenssituationen vor und sie scheint sich auch für jeden Menschen anders anzufühlen. Was sagt eigentlich die Wissenschaft dazu? Wie wird der Begriff der Einsamkeit definiert? Um das zu erfahren, habe ich mich jetzt mit einer der renommiertesten Einsamkeitsforscherinnen verabredet. Und hier bin ich richtig. Hallo. Hallo. Hi, Heike. Da bin ich. Sehr schön.
Was ist dann wirklich eine Definition von Einsamkeit? Ja, wir WissenschaftlerInnen definieren Einsamkeit so, dass man sich dann einsam fühlt, wenn die Beziehungen, die man hat, nicht dem entsprechen, was man sich wünscht oder was man braucht. Also wenn ich weniger habe, weniger Freunde, weniger soziale Kontakte, soziale Begegnungen, als ich eigentlich benötige. Mhm. Ja, dann fühle ich mich einsam. Ihr habt aber auch verschiedene Kategorien der Einsamkeit, ne, wenn ihr forscht. Was sind das für Kategorien? Ja, man unterscheidet oft zwischen so verschiedenen Facetten. Emotionale Einsamkeit, soziale Einsamkeit und kollektive Einsamkeit. Mhm. Und diese drei verschiedenen Formen der Einsamkeit beziehen sich im Grunde auf verschiedene Personenkreise, könnte man sagen. Die emotionale Einsamkeit empfindet man dann, wenn einem eine Person fehlt, mit der man eine richtig intime, enge Beziehung haben kann. Das wäre bester Freund, beste Freundin zum Beispiel. Oder Partner, Partnerin. Jedenfalls jemand, mit dem man wirklich so die tiefsten Gedanken teilen kann, der man absolut vertrauen kann. Ja. Ja. Soziale Einsamkeit bezieht sich eher darauf, ob man Teil eines Freundeskreises ist oder ob man irgendwie in eine Gemeinschaft gut eingebunden ist. Bin ich Teil von einer Gruppe von Menschen, die mich mögen? Und die kollektive Einsamkeit, die ist so ein bisschen abstrakter. Da geht es nicht mehr darum, ob man mit bestimmten Menschen, die man vielleicht auch namentlich kennt, Beziehungen hat, sondern ob man Teil eines größeren Ganzen ist, ob man sich als Teil einer Gemeinschaft fühlt. Das heißt, ich kann auch einsam sein, obwohl ich unter Leuten bin. Also wenn ich kollektiv nicht einsam bin, weil ich in einem Fußballverein zum Beispiel Mitglied bin, kann ich emotional ich eine Einsamkeit empfinden. Absolut, genau. Einsamkeit ist wirklich was anderes als alleine sein. Es ist auch was anderes als sozial isoliert sein, darunter versteht man, wenn man keine Freunde, keine Kontakte hat. Ja? Und Alleinsein ist eher, jetzt gerade bin ich allein im Büro und heute Abend habe ich wieder irgendwie Kontakt. Das sind alles drei unterschiedliche Dinge und es ist wichtig, dass man das nicht verwechselt. Denn nur die Einsamkeit fühlt sich schlecht an. Alleine sein fühlt sich oft gut an, ist ja oft auch etwas, was wir brauchen. Was uns Kraft geben kann sogar, ne? Und wo wir Kraft draus schöpfen können. Genau, genau. Und einsam ist man wirklich erst dann, wenn man darunter leidet. Einsamkeit nimmt in unserer Gesellschaft immer mehr zu. Und es betrifft nicht nur Ältere. Ich will von Maike Luhmann wissen, wie es um die Jugend steht. Was passiert gerade bei den jungen Menschen? Ist da das Thema Einsamkeit ein größeres Problem? Wird das größer? Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage, die nicht ganz endgültig geklärt ist. Die Pandemie hat auf jeden Fall etwas ausgelöst. Besonders die Jungen haben darunter gelitten, eben ihre sozialen Kontakte nicht so häufig sehen zu können. Nee. Vermutlich hat es aber auch größere gesellschaftliche Gründe. Die Welt ändert sich sehr schnell. Ja, es wird viel verlangt, dass man mobil ist, dass man wegzieht, dass man flexibel ist. Das also eine Überforderung auch vielleicht? Eine Überforderung und eine Überforderung vielleicht auch ein Stück weit insgesamt aufgrund der Weltlage. Ich glaube, ein weiterer Punkt ist auch, dass sich natürlich schon auch verändert hat, wie wir sozial interagieren. Ja, es passiert sehr viel mehr digital und sehr viel weniger in Personen. Und wenn man mit Menschen spricht, mit jüngeren Menschen, die erzählen, wie man zum Beispiel versucht zu daten oder sowas. Das ist definitiv anders als zu meiner Zeit. Ja, und nicht schöner, glaube ich, und schwieriger. Und das muss man sich auch noch mal genauer anschauen, wie eben die Digitalisierung vielleicht es manchmal auch ein bisschen schwerer macht, da mit Menschen in Kontakt zu kommen. Also es passiert einfach wahnsinnig viel im Leben von einem jungen Menschen. Es ist eine Phase, in der man sehr, sehr viele verschiedene Umbrüche erlebt. Man beendet die Schule, man fängt eine Ausbildung an oder ein Studium, zieht vielleicht aus, zieht wieder um, wechselt den Arbeitsplatz. Also es ist eine Phase, in der sehr viel passiert und bei jedem dieser Umbrüche sind die sozialen Bindungen betroffen. Die Gefahr besteht, dass die bestehenden sozialen Bindungen belastet werden. Ja. Und die brauchen wir, um uns nicht einsam zu fühlen. Die brauchen wir unbedingt. Wie ist das bei euch? Fühlt ihr euch manchmal einsam? Und wenn ja, was tut ihr dann gegen dieses Gefühl? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und lasst mir natürlich ein Abo da. Soziale Bindungen sind in jungen Jahren also mehr Belastungen ausgesetzt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum brauchen wir Menschen eigentlich diese Bindung? Die Antwort darauf habe ich in einem Experiment ganz direkt selbst erfahren. Ich wurde einfach mal sozial isoliert. Und das Fiese war, ich durfte vorher nicht wissen, was passiert, sonst hätte das die Messergebnisse verfälscht. Und eins kann ich euch sagen, es hat was mit mir gemacht. Wie es jetzt weitergeht in dieser Folge von Terra Explore, ich würde es euch gerne sagen, aber ich weiß es selber nicht. Das Team hat mich mitgenommen nach Luxemburg. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich weiß nur, dass irgendwas mit mir passiert. Und es gab so eine Ansage, ich soll mir die Haare nicht waschen und das Gesicht nicht eincremen. Okay, wir sind jetzt hier an der Uni und es geht hoch in den ersten Stock und ihr kommt einfach mal mit. Ein Foto. Ja,
Erik Meyer ist nicht eingeweiht. Die anderen Studienteilnehmer sind eingeweiht, das heißt, sie wissen, was heute passiert. In dem Experiment geht es darum, dass Erik sich ausgeschlossen fühlt, sozial ausgeschlossen von den anderen Teilnehmern. Deswegen ist es wichtig, dass er denkt, dass sie mitspielen würden. Ob sie das dann tatsächlich tun, ist nachher egal. Er sieht ja nur die Fotos am Bildschirm und denkt, die wären da aktiv, auch wenn sie es gar nicht sind. Ja, langsam wird's ernst, ja. Ich bin mal gespannt, was auf mich zukommt. In einem Teil des Spiels ist es so, dass Herr Meyer von den anderen Teilnehmern ausgeschlossen wird. Das heißt, er hält den Ball deutlich seltener als die anderen. Dann ziehe ich ihn die Kappe jetzt nach hinten. Okay, ist das jetzt ein Blick in meinen Kopf? Ja. Hui. Okay. Wow, okay. Versuchsleiterin Julie zeichnet alle Messwerte auf. Unsere Gehirne sind immer aktiv, auch dann, wenn wir im Grunde gar nichts tun. Und was kommt jetzt? In wenigen Augenblicken werden Sie über unser Universitätsnetzwerk mehrere Runden eines Ballwurfspiels mit anderen Studienteilnehmern spielen, die in den Räumen nebenan sitzen. Sie sind Mitspieler 2. Wenn Sie den Ball zu Mitspieler 1 werfen wollen, drücken Sie bitte auf die rote Taste mit der 1. Okay, I'm ready. Ready to play. Die erste Runde. Ich spiele den Ball immer brav zu meinen Mitspielern und die zu mir zurück. Doch in der zweiten Runde merke ich, dass mich meine Teamplayer nicht mitspielen lassen. Das Ballspiel findet nur zwischen den beiden statt. Ich werde einfach ignoriert. Am Ende soll ich meine Gefühle zu Papier bringen. Ich fühlte mich nicht existent. Nee. Ja, doch gut, in den Situationen, wo ich den Ball überhaupt nicht bekommen habe, war ich tatsächlich nicht existent. Sie fragen, ich fühlte mich, als ob die anderen SpielerInnen viel mit mir interagieren. Das war in der ersten Runde auf jeden Fall so. Aber jetzt wird mir ein bisschen auch klar, wo der Unterschied war. Gut, voll und ganz so. Ich frage mich gerade, ob die anderen die Instruktion bekommen haben, so mit mir zu spielen. Weil es schon echt auffällig war, dass es ganz anders war. An Relevanz hat es verloren, ja. Okay, ich bin fertig. Ach. So. Jetzt müsste es Ihnen schon besser gehen. Ja, jetzt bin ich frei und habe ganz viele Fragen. Hi. Hallo. Mhm. Ich bin total gespannt, was ihr da jetzt auf euren Computern habt. Ich habe so eine Vermutung. Die zweite Spielrunde war anders als die erste. Das habe ich natürlich gemerkt. Wie ist es dir denn dabei ergangen? Ich fand es nicht so cool. Ich fand es nicht gut. Also ich glaube, es ist mir in dem Moment gar nicht so bewusst gewesen, aber von der Tendenz her, ja, fand ich es einfach nicht gut. Ich habe gedacht, warum spielen die mir den Ball nicht zu? Mhm. Fandest du denn, dass das Spiel fair gespielt wurde? In der ersten Runde schon, in der zweiten Runde nicht. Und hast du dich dann auch ausgeschlossen gefühlt? Ja, ich finde das ein großes Wort, ja, weil das ja jetzt, es war ja in Anführungszeichen nur so ein Spiel am Monitor. Aber schon, doch, irgendwie schon ausgeschlossen, ja. Ich meine, wenn man mal drüber nachdenkt, ist es auch nicht überraschend, oder? Wenn man so in einem Spiel den Ball nicht kriegt, klar fühlt man sich irgendwie ausgeschlossen. Aber das ist der Beweis, das ist sozusagen das Gefühl nochmal visualisiert. Mhm. Ich erfahre, dass meine sozialen Grundbedürfnisse verletzt werden, indem mir der Ball nicht zugespielt wird. Mein Gehirn reagiert auf das unerwartete Ereignis und es versucht, diesen Ausschluss zu verarbeiten. Auch mein Herzschlag beschleunigt sich. Es werden also Ressourcen aktiviert, um mit der Situation klarzukommen. Krass, wenn ich mir das jetzt mal vor Augen führe, dass mich so ein kleines Spiel am Monitor verletzt hat. Ist doch eine extreme Reaktion, oder? Finde ich. Wie ist es denn bei den anderen beiden Mitspielern gewesen? Wie haben die sich dabei gefühlt? Die haben mich ja aktiv ausgeschlossen. Das war so beabsichtigt, aber wir haben das Spiel so programmiert. Das heißt, die Teilnehmer, die hast du zwar am Anfang kennengelernt, aber die sind dann später nach Hause gegangen. What? Wirklich? Die saßen nicht mehr in dem Nebenraum. Ich habe euch doch reden hören, sogar noch durch die Wand. Habt ihr miteinander geredet einfach? Ich saß noch da und habe Julie dann geantwortet. Nicht euer Ernst. Okay. Genau. Alles klar. Ich fühle mich ein bisschen verarscht, aber gut, alles für die Wissenschaft.
Und das ist der Mann, der das Experiment entwickelt hat, Klaus Vögele. An der Universität Luxemburg beschäftigt er sich seit Jahren mit den Folgen und Auswirkungen von Einsamkeit auf uns Menschen. Wenn man aktiv isoliert wird, dann macht das was mit einem. Das habe ich jetzt am eigenen Leib erfahren. Und das war ja nur am Monitor so ein kleines Spiel. Ja. Du hast da eine ganze Forschung draus gemacht. Was ist deine Forschungsfrage? Wir wollen herausfinden, warum Einsamkeit krank macht und am Ende sogar tötet. Also wir wissen aus anderer Forschung, dass einsame Menschen um ein Drittel erhöhtes Sterberisiko haben gegenüber dem, was zu erwarten wäre. Wahnsinn. Und wenn wir mehr wissen um die Mechanismen, wie das geht, können wir auch eher was dagegen tun. Man kann sich natürlich auf den Standpunkt stellen, dass man sagt, okay, wir sorgen dafür, dass Menschen weniger einsam sind. Das ist bestimmt richtig auf einer politischen Ebene, aber auf einer psychologischen Ebene müssen wir mehr wissen darüber, warum manche Menschen sich einsam fühlen und andere nicht unter den gleichen Bedingungen. Die Bedingungen sind bei euch im Labor ja erstmal gleich. Genau. Und was wir ja gesehen haben, das ist doch ganz klar rausgekommen, dass es was mit einem macht, ja. wenn andere einen, naja, im weitesten Sinne verlassen. Ich meine, die sind jetzt nicht weggegangen, aber die haben irgendwie, die wollten mit mir in der zweiten Runde nichts zu tun haben. Genau. Offenbar ist es eben wirklich eins unserer absoluten Grundbedürfnisse, evolutionär bedingt, dass wir die Gesellschaft, die Akzeptanz durch andere brauchen. Das war von Überlebensbedeutung und deswegen reagieren wir so empfindlich. Es gibt eine neue Untersuchung, die an Ameisen durchgeführt wurde und Ameisen sind den Menschen gar nicht so unähnlich, weil es sehr soziale Wesen sind. Da hat man die Ameisen in unterschiedlichen Graden isoliert und die haben da offenbar auch ziemlich drunter gelitten und hat man nachgeguckt, was bei denen eigentlich passiert, sowohl auf einer molekularbiologischen als auch auf einer Verhaltensebene. Und tatsächlich, was am stärksten passiert ist, ist, dass die Selbstfürsorge eingeschränkt haben. Die haben sich weniger geputzt. Weil die alleine waren? Weil die alleine waren. Das ist ja interessant. Und das hatte eine große Vorhersagekraft für den Tod dieser Tiere. Und wir wissen schon lange, dass einer der ausschlaggebenden Faktoren für das Sterberisiko bei Menschen mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung die soziale Isolation ist. Wahnsinn, was für riesige Auswirkungen das hat. Ja. Welche Rolle würdest du den sozialen Medien da geben? Denkst du, die sind ein Treiber von Einsamkeit oder sind sie eher etwas, was helfen kann? Wir haben ganz sicher gefunden in unserer Umfrage, dass die digitalen Kontakte in bestimmten Personengruppen, nämlich gerade den Jüngeren, über den Zeitverlauf hinweg die negativen Effekte von Einsamkeit abgepuffert haben. Und es ist signifikant, dass das vor allen Dingen bei den Jungen festzustellen war. Wahrscheinlich, weil die Jungen einfach sehr viel bekannter sind mit der Nutzung von sozialen Netzwerken, als es bei Älteren der Fall ist. Ja. Ja. Es wird dann problematisch, wenn die digitalen Techniken anstatt persönlichem Kontakt eingesetzt werden, obwohl der persönliche Kontakt möglich wäre. Weil direkter Kontakt bietet sehr viel mehr an Möglichkeit des persönlichen Austauschs. Wir sehen an der Mimik, an der Gestik von jemandem empfangen wir so viele Informationen, Signale, die wir über den Bildschirm überhaupt nie sehen. Ja. Es ist immer nur ein ganz schwaches Abbild dessen, was ich von meinem Kommunikationspartner eigentlich mitgeteilt bekomme. Ich frage mich, wie sich die Einsamkeit konkret bei Lisa auswirkt. Wenn du so an dieses Einsamkeitsgefühl denkst, was du hast, was vermisst du denn am meisten in so einem Moment? Spontan würde ich sagen, einfach dieses Miteinander mit den anderen Menschen, aber auf liebevolle Art und Weise, dieses Gefühl, eine Wärme von anderen Leuten zu kriegen, dieses Geborgenheitsgefühl und spontan jemanden anrufen zu können und sagen können, hey, geh nur mal eine Runde Kaffee trinken, wie man es halt bei guten oder bei besten Freunden kennt. Also diese beste Freundin, die geht mir schon ab. Ja, warmes Gefühl hast du gerade gesagt, also sozusagen so eine Energie, die so kommt von anderen Menschen, in der man sich so wohl fühlt einfach. Ja, genau, einfach auch diese Wärme und dieses Gefühl, hey, so wie du bist, bist du okay, aber auch mal so eine Umarmung einfach von anderen Leuten zu kriegen. Akzeptiert zu sein. Ja. Das ist dann, jetzt bist du ja irgendwann an den Punkt gekommen, wo du viel darüber sprichst, du thematisierst es auf Social Media. Wieso ist es jetzt schwer für dich, Freunde zu finden, was denkst du? Was ich halt merke an der Gesellschaft, ist so eine fehlende Empathie. Es ist dieses Verständnis, was bei den Menschen nicht rüberkommt. Weil ich meine, ich habe mir meine Situation nicht freiwillig ausgesucht. Es ist ja nicht schön, so in dem Zustand zu sein. Aber andere Menschen akzeptieren es nicht so ganz und sagen halt einfach so Sätze wie reiß dich zusammen oder du bist selber schuld. Du kannst es ja jederzeit ändern. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Bei Einsamkeit kannst du es eben nicht jederzeit ändern, weil du da die Kontrolle nicht drüber hast. Und das ist so eine Sache, das müssen gewisse Menschen erst verstehen. Das müssen Menschen erst lernen. Damit muss man sich eigentlich erst beschäftigen. Aber dann nehmen sich die wenigsten Leute Zeit dafür, um das überhaupt verstehen zu wollen. Und man merkt halt auch, dass gewissen Menschen auch die Empathie fehlt. Ich sehe das an meinen Kommentaren. Es gibt Leute, die drücken wirklich ihr Innerstes aus. Die überwinden sich und sagen, hey, mir geht's genauso.
da gibt es halt sehr, sehr viele Kommentare zu dem Thema. Vor allem auch Menschen, die schreiben, ich habe auch keine Freunde, gehe alleine irgendwo hin, voll langweilig und traurig. Dann, lass mich nochmal lesen, zeig nochmal. Ja, das ist aber eher jemand, der auch in der Situation wiederfindet, so wie du sie beschreibst. Oder ich würde auch gerne Freunde haben. Also es ist so, dass es viel, viel mehr Menschen so geht, als wir eigentlich denken. Wie viele sind es jetzt? 5.136 Kommentare. Aber da auch echt heftig zu sehen, dass so viele Menschen mittlerweile vereinsamen, weil niemand mehr Interesse an echten Freundschaften hat, hört immer öfter. Da sehe ich wahnsinnig viele Herzchen und Likes und Smileys. Hilft dir das in so einem Moment, wenn du dich einsam fühlst, dass da jemand so ein Herzchen drückt? Es ist sehr schön, dass die Leute das liken, aber wenn ich jetzt wirklich von mir selber sprechen muss, dann kann ich sagen, es bringt mir persönlich nichts gegen Einsamkeit. Ich fühle mich trotzdem einsam, auch wenn ich mich natürlich darüber freue, wenn Leute das sehen und liken. Aber per se würde ich sagen, nein. Lisas Geschichte hat mir gezeigt, dass vernetzt sein und ein funktionierendes soziales Netzwerk haben, in dem dann zwischenmenschlich auch was passiert, zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. Aber warum helfen uns Herzchen, Likes, Zuspruch in der virtuellen Welt eigentlich nicht gegen Einsamkeit? Diese Frage stelle ich jetzt einer Wissenschaftlerin, die zu digitaler Freundschaft und Kommunikation forscht. Warum sind wir hier? Warum hast du diese Location ausgewählt? Ich verbinde sehr schöne Erinnerungen an diese Location, weil ich mit einer sehr guten Freundin hier viele lustige Bilder gemacht habe. Zwei, drei. Lisa ist ein krasser Fall, finde ich, den wir da in der Sendung haben. Ihr geht's nicht gut, sie fühlt sich allein, obwohl sie so viele Follower hat. Warum ist das so, dass Likes, Herzchen und so Zuspruch, den man online bekommt, einem gegen Einsamkeit nicht helfen? Ich würde es mal als soziale Snacks bezeichnen. Ne? Das ist natürlich in der Kürze, wo auch solche Likes dann reinprasseln, ein schönes Gefühl, oh, ich werde gesehen und da quält jemand, was ich mache. Das heißt, wir brauchen auch so diese soziale Rückmeldung ganz, ganz dringend. Die Frage ist nur, was gibt mir das dann auch längerfristig wirklich? Sind es Menschen, die für mich da sind, denen ich wirklich erzählen kann, wie es mir geht und die nicht nur meine gestellten Bilder bei Instagram liken und toll finden? Ja, also ein Snack eigentlich wie so ein Schokoriegel oder sowas. Genau. Ne? Wenn man Bedürfnis nach was hat und Hunger hat, dann isst man den. Ganz schön. Aber so wirklich helfen tut er nicht, weil nach einer halben Stunde hat man schon wieder Hunger. Man will immer mehr und man hat noch ein schlechtes Gewissen, würde ich sagen. Ja, ja, finde ich ein ganz gutes Bild. Mhm. Gibt es sowas wie einen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Freunde, die wir online haben und der, die wir in echt haben? Also hängt das irgendwie zusammen? Da gibt es überhaupt keinen Zusammenhang, keine Korrelation. Das heißt, wenn ich 5.000 Freunde bei Facebook habe, heißt das nicht, dass ich eben ganz viele Freunde auch im echten Leben habe. Das ist ja interessant. Super spannend. Siehst du, weil man könnte ja auch denken, wenn jemand viele Freunde online hat, hat er vielleicht überhaupt keine Freunde in echt, also im Real Life oder vielleicht ganz viele, weil er ja auch online viele Kontakte hat. Aber nee, gibt es keine Regel, gibt es keinen Zusammenhang. Es gibt Zahlen von YouGov und dem Sinus-Institut, die haben sich genau damit auseinandergesetzt und die haben herausgefunden, in Deutschland in dem Befragungszeitraum haben wir im Schnitt 4,4 Freunde. Wir haben natürlich noch ein größeres soziales Umfeld, das heißt im Durchschnitt 12 Personen, die wirklich zum engeren Freundeskreis doch noch dazugezählt werden können und 47 Bekannte haben wir. Was ist wichtig dafür, was denkst du? Freiwilligkeit. Also eine Freundschaft basiert auf Freiwilligkeit. Ich habe nicht das Gefühl, ich muss das jetzt, sondern ich möchte das jetzt. Mhm. Und bitte auch von beiden Seiten. Und dann ein ganz wichtiger Faktor ist die Zeit. Also wie viel Zeit habe ich mit dieser Person verbracht? Manche Studien reden von 160, andere von bis zu 220 Stunden freiwillig gemeinsam verbrachter Zeit, die es braucht, bis aus Bekannten wirklich enge oder auch beste Freunde werden. Was muss denn dann eine Freundschaft, die uns gegen Einsamkeit hilft, was muss die haben? Es ist gegenseitige Vertrauen. Also ich vertraue dir und ich weiß, du vertraust mir. Füreinander da sein. Nachts um 3 anrufen, ohne dass kommt, warum weckst du mich? Das ist Freundschaft. Wenn wir jetzt diese Verbindung von Social Media und dem Gefühl der Einsamkeit uns nochmal anschauen, wie können wir Social Media denn so nutzen, dass es uns auch wirklich da rausholt und was bringt? Es geht darum, dass man eine gute Balance findet. Denn was man eben auch gut nutzen kann mit den verschiedenen sozialen Netzwerken, die wir haben, unseren Freunden einfach mal ein Ich denk an dich rüberschicken. Man sollte sich aber nicht darauf verlassen, dass man nur rein online durch diese kleinen sozialen Snacks auch langfristig glücklich wird. Man kann aber online Freunde finden. 13% der Personen unter 25 haben zum Beispiel reine Online-Freundschaften. Die haben sich noch nie gesehen, aber die bezeichnen diese Menschen als Freunde. Was unterscheidet denn Freunde, die wir im digitalen Bereich haben, zu Freunden, die wir auch face-to-face sehen?
Natürlich die Art der Kommunikation, also wie spricht man miteinander und aber auch dieses, naja, ich sag mal, man kann sich nicht in die Arme nehmen. Ne? Das ist ein ganz, ganz wichtiges menschliches Bedürfnis. Das schüttet Glückshormone aus, ja, wenn wir unsere Freunde kuscheln. Natürlich auch, wenn wir unsere Partner oder Haustiere kuscheln, das ist klar. Es ist also richtig in allen Sinnen erlebbar, dass uns diese Freundschaft dann gut tut. Eins ist, glaube ich, klar geworden. Gegen Einsamkeit helfen vor allem Kontakte von Angesicht zu Angesicht. Also Treffen und Freundschaften, die auch außerhalb der digitalen Welt stattfinden. Ich meine, vernetzen können wir uns ja dann trotzdem. Und vielleicht hilft uns die virtuelle Welt ja auch dabei, solche Menschen zu finden. Was denkst du, was ist für dich der Weg aus der Einsamkeit heraus? Also, glaube ich, erstmal muss man sagen, es ist für jeden individuell unterschiedlich. Was mir aber extrem hilft, ist wieder so ein bisschen Anschluss zu der Gesellschaft zu finden. Also ich habe dann auch angefangen, einen Minijob zu machen, um wieder ja, in das soziale Leben ein bisschen einzusteigen. Es ist zwar im ersten Moment überfordernd, aber du brauchst dazu die kleinen Schritte, um wieder zurückzukommen. Also du guckst hoffnungsvoll in die Zukunft? Definitiv. Aber ich muss auch sagen, ich nehme mir trotzdem auch in Zukunft wieder aktiv Zeit für mich, also rausgehen, wandern, weil man braucht auch mal wirklich das aktive Alleinsein. Also du entscheidest dich hier dafür, allein zu sein, um mal wieder ein bisschen zur Ruhe zu kommen, zu reflektieren, wie läuft es gerade, läuft es gut, läuft es schlecht, was kann ich noch verändern. Also ich wünsche dir eine gute Balance, auf der einen Seite wieder mehr mit Menschen in Kontakt zu kommen, andererseits trotzdem Kraft aus dem Alleinsein zu ziehen. Vielen Dank, dass du uns diesen Einblick gegeben hast. Ich glaube, dass viele da ganz gespannt zugeguckt und zugehört haben. Danke dir. Ich hoffe es. Lisas Geschichte beschäftigt mich total und sie hat echt was mit mir gemacht. Ich habe mir fest vorgenommen, viel mehr auf die Menschen in meiner Umgebung zu schauen. Ist da vielleicht irgendjemand einsam, braucht Unterstützung oder einfach nur ein offenes Ohr? Einfach mal nachfragen. Und vor allem das Thema Einsamkeit nicht totschweigen. Es betrifft ja wahnsinnig viele, vor allem junge Menschen. Und drüber reden ist ein erster wichtiger Schritt. Hier gibt's ein weiteres Video von Terra Explore. Hier findet ihr mehr Videos aus dem ZDF-Kosmos und natürlich lohnt sich auch ein Blick in die ZDF-Mediathek.